Alex Simonov ist mein Name, ich bin Geschäftsführer und Gründer von Crowdworks. Crowdworks befasst sich mit kollektiver Intelligenz, ein sehr breites und reichhaltiges facettenreiches Thema. Und eine klitzekleine Facette, die in 8 Minuten reinpasst, ist Social Forecasting, die ich heute mit Ihnen und euch betrachten möchte, anhand der Deutschen Telekom, die das unter anderem einsetzt. So, ich starte. Gut. Social Forecasting basiert auf einer ziemlich einfachen, empirisch belegten Tatsache, nämlich dass Experten sehr schlechte Prognostiker sind. Und hier sieht man ein ganz klassisches Beispiel, was schon über 100 Jahre alt ist, die Schätzung des Gewichtes einer Kuh von Experten und dem gegenübergestellt, was eine Crowd bei der gleichen Kuh auf der gleichen Veranstaltung geschätzt hat. Die Crowd, alles nein, ist bei weitem genauer als die Experten, die sich jeden Tag seit Jahrzehnten mit Kühen beschäftigen. Und ja, wie kann das sein? Warum ist das so? Es gibt viele Hypothesen, die jetzt in unser Format nicht reinpassen. Wichtig ist zu sehen, dass diese Zahl 64% oder generell die Idee, dass Experten schlechte Prognostiker sind, mittlerweile empirisch belegt ist. Da unten gibt es die Quellen, da gibt es ganze Handbücher, die schon geschrieben wurden und diese Erkenntnis ist gesichert. Neu dagegen ist die Zahl hier, die Crowd, dass die Crowd so gut ist. Warum das so ist, aufgrund der neuen Technologien, die es gibt mit Facebook, Social Media und dergleichen, gibt es noch nicht so viel Forschung und Empirie dazu wie zu normalen Experten. Aber einiges dazu gibt es, das zeige ich auch am Ende des Vortrages. Und hier ist die viele Musik drin, über die ich heute sprechen möchte. Wie sieht es bei der Deutschen Telekom aus? Social Forecasting ist etwas, was bei der Telekom im Einsatz ist, in vielen Bereichen, hauptsächlich aber bei neuen Produkten, bei Produktinnovationen, Konzepten, Trends, der Marktbetrachtung. Das heißt, wir sind wirklich nah dran im Innovationsbereich der Telekom und es gehört mittlerweile auch zu den Standard-Tools im New Products-Bereich. Genauso wie Conjoint-Analysen, Marktforschung und dergleichen. Und der Prozess ist denkbar einfach, nicht viel anders als bei einer Umfrage. Manager auf einer bestimmten Hierarchieebene haben die Möglichkeit, ihre Fragen prognostischer Natur reinzustellen zu neuen Produkten. Mitarbeiter dürfen dazu antworten. Man kann natürlich auch Verbraucher mit einbeziehen, wenn man das Ganze noch co-creatiger machen möchte. Aber im ersten Schritt ist es immer einfach, um sehr schnell möglich mit Mitarbeitern loszulegen. Und bei der Telekom konkret darf jeder Manager seine Fragen bis Donnerstag einreichen und die gehen dann in der kommenden Woche am Montag online. Bleiben für 4 Wochen online. Für 4 Tage online und werden dann am Freitag, quasi Donnerstag gehen Fragen offline, am Freitag wird dann ein Report generiert, der dann an den Fragensteller geht und das Ergebnis beinhaltet. Das sieht dann so aus und unterscheidet sich auf den ersten Blick gar nicht so sehr von anderen Reports, die man vielleicht aus einem BI-Tool, aus einer Umfrage oder sonst etwas bekommt. Aber der große Unterschied ist, dass diese Zahl hier das Wissen im Prinzip und die Antworten aller Teilnehmer enthält und gebündelt ist. Und wir können zeigen, dass diese Zahlen bei weitem genauer sind als Marktforschung oder ja, einzelne Experten. Gibt es auch ein paar Studien auf 2 Slides, die gleich kommen. Und wie sieht das Ganze aus Teilnehmersicht aus? Der Teilnehmer hat Spielpunkte. Es gibt ein sehr, sehr einfaches Punktesystem, was aber dazu beiträgt, dass man motiviert ist, erstens mitzumachen, zweitens sich anzustrengen, möglichst genaue Prognosen zu machen. Und im Endeffekt dann auch dafür belohnt zu werden. Und das Besondere vielleicht an der Stelle ist, dass man als Teilnehmer nicht nur sein Punktekonto ständig erhöhen kann und aufblähen kann, einfach durch Teilnehmen und durch Rumklicken, sondern wenn man nicht besonders gut ist, dann verliert man auch Punkte. Also es ist nicht dieser ein Standardmechanismus, wodurch Voting alles immer nach oben geht in die Unendlichkeit, sondern hier kann es auch nach unten gehen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil dessen, was dazu führt, dass die einzelnen Antworten alleine schon motivierter und intelligenter sind, als wenn man einfach nur bei einer Umfrage ein bisschen rumklickt und nach 5 Minuten weiß man auch nicht, was man angekreuzt hat. Und hier gibt es eines der vielen Beispiele, die inzwischen bei der Deutschen Telekom gelaufen sind. Es ging um neue Produkte, Produktkonzepte, die zum Beispiel aus einem offenen Co-Creation-Prozess stammen können oder aus der internen Ideenschmiede, von denen man aber nicht weiß, ja, mit welchen soll ich mich denn jetzt befassen. Es gibt so viele, und gerade wenn man in einer sehr frühen Phase ist, eine schier gigantische Zahl, die einen auch erschlägt. Man müsste da Dutzende von Analysten jahrelang damit beschäftigen, all das auszuwerten. Wenn man das jetzt mit der Cloud macht, bei der Telekom, mit der internen Cloud, mit den Mitarbeitern, gelangt man relativ schnell zu Ergebnissen. Und
hier in dem Fall ging es nach 4 Tagen schon über die Bühne. Man hatte im Prinzip eine Priorisierung dieser Konzepte, die dort eingestellt wurden. Und als Impact für die Telekom ergab sich, dass ich glaube, die unteren 10 oder 15 Konzepte einfach nicht mehr weiterverfolgt wurden. Das heißt, es wurde kein Geld mehr verbrannt in sinnlose Konzepte, es wurde kein Personal mehr auf diese Konzepte weiter verwendet. Und das ganze Team konnte sich auf die Entwicklung der wirklich vielversprechenden Ideen fokussieren. Und da man zu dem Ergebnis ja gemeinsam gekommen ist, alle Mitarbeiter haben ihre Meinung gesagt und glauben, dass das so der richtige Weg ist, ist es natürlich auch viel einfacher dann zu sagen, okay, dann brauchen wir die anderen Konzepte nicht weiter zu verfolgen. Das ist nämlich ein Konsens, der da entstanden ist. Und die Telekom hat das auch validiert, in dem Fall, weil das noch einer der frühen Use Cases ist aus der Anfangszeit, mit einer Verbraucherbefragung und kam zu einer sehr hohen Übereinstimmung, 84% in diesem Beispiel. Das ist relativ hoch, wenn man jetzt schon sagt, wenn man eine Umfrage machen würde, dieselbe Umfrage bei 2 verschiedenen Instituten, würde man vielleicht auf 90% Übereinstimmung kommen. Also allein da ist schon der Zufallsfehler bei 10%. Und die 84%, das heißt nochmal weniger Übereinstimmung als mit den Verbrauchern, ist natürlich dadurch zu erklären, dass die Mitarbeiter nicht nur die Sicht eines Verbrauchers einnehmen, sondern auch noch viele weitere Faktoren in ihre Entscheidung und in ihre Antworten mit einfließen lassen. Sie kennen den Markt, sie kennen Wettbewerbsprodukte, sie kennen das, was vielleicht in der Zukunft die Wettbewerber vorhaben, Technologien, was machbar ist, Visibility, und lassen all dieses Wissen zusätzlich zu dem, was sie als Verbraucher quasi wahrnehmen, in ihre Antworten mit einfließen. Und am Ende gelingt dann eben die Fokussierung, gelangt für die Telekom die Fokussierung auf neue Ideen. Noch ein Beispiel, bevor meine Zeit abläuft, ein sehr schönes Beispiel. Die Telekom entwickelt auch neue Zusatz- und Mehrwertdienste für Stadien. Während des Fußballspiels möchte man mit seinem Handy und Smartphone verschiedenste Dinge machen. Ich darf nicht sagen, was es ist, aber das Projektteam, was an diesem Thema arbeitet, hat sich die Frage gestellt, was die Stadionbesucher bereit sind, für solche Mehrwertdienste zu bezahlen. Und die Annahme, mit der das Team gearbeitet hat, Zahlungsbereitschaft bei 1 Euro, hat dazu geführt, dass das ganze Projekt praktisch schon rot war, weil dann die Investitionsrechnung sich nicht mehr gerechnet hat. Und das Projekt konnte nicht weitergehen. Es ging um mehrstellige Millioneninvestitionen, die geplant waren, aber nicht vorankamen. Also ging das Ganze in die Crowd, wurde quasi von den Mitarbeitern nochmal unter die Lupe genommen. Die haben dann letzten Endes im Konsens festgestellt, dass der wahrscheinliche Preispunkt für die Verbraucher bei 3,89 Euro liegen wird. Also fast viermal so viel wie das, was das Team eigentlich angenommen hat. Und in der Validierung, erst später, hier im März, 5 Monate später, hat man fast exakt das gleiche Ergebnis aus den Verbrauchern bekommen. 3,91 war das Ergebnis bei den Verbrauchern. Aber in diesen 5 Monaten, in der Zwischenzeit, sind schon Verhandlungen weitergelaufen. Es wurde mit den Ergebnissen von dem Social Forecasting in den Gesprächen argumentiert und es kam dann letztendlich auch zum Vertragsschluss. Hier unten sieht man die Pressemeldung im April mit Bayer Leverkusen 04. Das hätte nicht so schnell vorwärts gehen können, wenn es dann nicht schon das Ergebnis gegeben hätte vom Social Forecasting. Ja, last but not least, meine Zeit ist um. Andere Themen gibt es und die letzte Frage, die man sich natürlich stellt, funktioniert das immer? Nein, es funktioniert nicht immer, aber in 76% der Fälle ist die Crowd genauer. Das ist ein Ergebnis aus einer Lancet-Studie, die 2003 veröffentlicht wurde, 10 Jahre verschiedenste Studien wurden dort zusammengefasst in einer Metastudie und man kam zu dem Ergebnis, das ist ein durchaus valides Instrument. Danke sehr.